Aber woran du glaubst, Udo, das, die tiefen Glaubenssätze, das ist das, was sich verwirklicht. Du musst schlichtweg und einfach deine Glaubenssätze So erkennen. ist es. So viele Fragen Ja. und so einfache, simple So Antworten. ist es. Also gestern das Gespräch mit der Helene, da hast du es noch mal auf den Punkt Ich gebracht. bringe es immer auf den Punkt, seit dem Ja, ersten Tag. ich weiß. Ich sage mal, wenn wir jetzt bewusst chronologisch denken, kannst du dir jetzt Selbstgespräche oder Vorträge aushören, wo du nach dem Datum, die dir jetzt 20, 22 Jahre in die Vergangenheit denkst und du wirst feststellen, es sind dieselben Worte. Ja, sind es auch. Und ich bringe das jetzt nochmal auf den Punkt. Ich variiere das jetzt etwas einfacher. Es ist auch nicht zu diskutieren. Das heißt, wir lassen das bestehende Wissen stehen, sondern du musst die Symbolik verstehen. Wir hatten in unserem Chat die Sache nochmal mit der Rose, ein uraltes Beispiel von mir. Ich erkläre das jetzt nochmal in einfachen Worten, um was es da eigentlich geht. Das Erste, wir denken uns eine Trinität aus. Das heißt, der Geist, der sich das jetzt ausdenkt aufgrund dieser Worte, ist auf einer anderen Ebene. Das wäre jetzt der rote Vierte. Das heißt, wir haben zuerst einmal eine Lichtquelle. Die Lichtquelle ist dafür verantwortlich, dass du überhaupt was siehst. Jetzt ist natürlich unter Sehen ist schon die Ehe mit drin, dass was auseinandergespalten wird, was ich die Welle nenne. Aber diese Lichtquelle macht es möglich, dass du was siehst. Und jetzt habt die Fantasie, dass ich unter Sehen nicht nur einen reinen optischen Vorgang nehme, sondern ich meine alles, was du wahrnimmst, auch ein Gefühl, ein Geschmack, ein Geräusch. Da nennt man das dann zwar, du hörst es, aber betrachte das einfach, du siehst es in deinem Geist. Gut, nimm Ja. also diese Lichtquelle, das Licht. In der Physik nennt man das einfach Licht. Und ich nenne das jetzt, das ist die Energie in der Einstein-Formel. Das ist unser E-Quadrat. Dann haben wir immer einen Gegenstand, ein Objekt, das angeschaut wird und jemand, der das sieht. Ja. Also einer, der sieht, eine Lichtquelle und den Gegenstand, der gesehen wird. Und jetzt machen wir das klassische, symbolische, diese Physik nochmal. Ich wiederhole das auch mit der Rose nochmal kurz, das ist sehr wichtig. Man hört es, es ist irgendwie logisch, wenn du Allgemeinbildung hast. Habe ich ja in der Schule gelernt. Wieso sehe ich eigentlich etwas? Aber du reißt es auseinander. Das heißt, dieses Licht symbolisiert in der Physik eine Lichtquelle. Jetzt haben wir schon was Ausgedachtes. Die absolute Quelle, der Geist ist ja nicht denkbar. Das ist der absolute So Nullpunkt. ist es. Aus dem kommen jetzt diese Lichtstrahlen raus. Die Physik nennt es verschiedene Frequenzen. Da gibt es einen gewissen sichtbaren Bereich. Der ist sehr, sehr eng. Kann man die Zahlen anschauen, haben alle was mit Holofeeling zu tun. Aber wir sagen mal, das ist dieses Frequenzgemisch, sind alle Farben, Farbfrequenzen gleichzeitig. Das trifft auf diese Oberfläche der Rose. Jetzt denken wir uns da schon einen Weg aus. Das stellst du dir jetzt alles vor. Alles vorher. Ich weise immer wieder darauf hin, Licht als Ding an sich kannst du nicht sehen, genauso wenig wie Geist. Das ist sehr elementar, wenn du jetzt Physiker bist oder sehr materialistisch geprägt bist. Bring mir einen einzigen Physiker, der nichts von Holofeeling gehört hat, der nicht glaubt, dass man Laserstrahl sieht. Und ich sage, du siehst einen Laserstrahl nicht. Du musst genau hinschauen, das, was du siehst, so wie du jetzt keinen Menschen siehst. Du schaust jetzt auf einen Monitor mit flackernden Lämpchen. Du vergisst es immer. Und genau diese Vergessenheit ist die Quelle von Leid. Ja. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Also dieses Licht, denkt man jetzt, geht von der Lichtquelle zu dieser Rose, diese Strahlen, dieses unsichtbare Licht. Es ist deshalb unsichtbar, weil es alles gleichzeitig ist. Das nenne ich auch ein Kontinuum. Es trifft auf die Oberfläche der Rose. Die Rose absorbiert sämtliche Farben. Absorbieren Okay. heißt eigentlich wörtlich verschlucken. Ich habe das in dem roten Rosenbeispiel, nenne ich es auf, die frisst, die isst. Ja. Die Rose absorbiert heißt frisst, isst sämtliche Farben. Bis auf die rote Ist Farbe, die gut, Farbe. frisst sie nicht, die verschluckt sie nicht, die wird Ja. reflektiert und geht zu dem Auge von dem Beobachter. Und jetzt kommt natürlich das Spiel in der klassischen, die Rezeptoren im Auge werden angeregt, die geben Signale weiter an den Thalamus ins Gehirn und dann siehst du vor die in einer gewissen Entfernung diese rote Rose stehen. Das ist die physikalische Erklärung, aber da geht jetzt die große Schwierigkeit schon los. Willst du dein Glauben am Leben halten oder nicht? Stochastisches Denken. Wenn du dein Glauben am Leben halten willst, wirst du dich auflösen. Ja. Das, was du bist, dieser Körper, ich habe jetzt absichtlich an den Körper gedacht, den Körper, vom Körper gesprochen, der löst dich schon auf, wenn du nicht dran denkst. Das ist ein Riesenproblem, weil das Spiel wird ewig dauern, bis du dich eines Besseren besinnst.
Als Geist. Ich rede immer mit einem Geist. Also ja. Gut. Dann erweitere ich das, dass ich sage, dieses Licht ist nicht nur sämtliche Farben, sondern auch sämtliche Formen und sämtliche Gerüche. Das trifft jetzt auf die Rose. Die Rose absorbiert, die verschluckt, die isst sämtliche Farben, sämtliche Gerüche, sämtliche Düfte, sämtliche Formen. Nur die Rosenform, der Rosenduft und die rote Farbe wird reflektiert, geht in dich rein und dann siehst du eine Rose. Ja. Das ist das, was ein Physiker erklärt. Natürlich habe ich jetzt das durch Gerüche und Formen noch erweitert. So, die Schwierigkeit ist das Auseinanderreißen in diese Trinität, in den Beobachter, in die Lichtquelle und in den Gegenstand, der angeschaut wird. Jetzt verschmelzen wir mal den Beobachter und die Lichtquelle. Wir machen nur eins draus. Ich sage definitiv, die Lichtquelle ist der Beobachter. Das ist die Lampe im Projektor. Das ist der Geist, das ist unser rotes Ich. Ich sage jetzt, der Geist, der jetzt das Leben erlebt, das du erlebst, das bist du. Ja. Du bist alle Formen, alle Gerüche und alle Farben gleichzeitig. Bis auf das, was du dir ausdenkst, was du vor dich hinstellst. Ja, das ist so. Ja. Jetzt nochmal, wenn ich jetzt, ich bleibe nur im Rot, achte mal genau auf die Sprache. Wenn ich sage, die Rose absorbiert sämtliche Farben, heißt es, die verschluckt, die isst sämtliche Farben, bis auf die rote Farbe, die isst sie eben nicht, die reflektiert sie. Reflektiert sie, ja. Und jetzt wirst du feststellen, wenn du das genau immer wieder durchdenkst, dass du eigentlich alles bist, bis auf das, was du nicht essen willst. Ja. Ja, ist so. Das, was du gegessen hast, bist du. Ja. Meinst ja. du, wie sich jetzt dieses Beispiel verschiebt? Ich wiederhole das jetzt nochmal. Das heißt, alles, was du intellektuell, was in dir aufgetaucht ist, aufgenommen hast, verstanden hast, das bist du. Und die Sachen, die immer wieder auftauchen, das ist das, die Puzzlestücke, wo ich sage, wo du nicht haben willst, wo du sagst, das verstehe ich nicht, das ist ein ähnlicher Aspekt, oder die du anders haben willst, wie sie auftauchen. Dadurch sind sie ja nicht mehr das Teil der Einheit. Wenn ich sage, wenn du ein Puzzlestück, eine Information vor dich hinstellst, dann hat die ja gewisse Form und das ist ja nur ein Heraus, so wie ein Bild aus einer Datei auf dem Bildschirm herausgerechnet wird, was aus der Datei ja gar nicht rausgenommen wird. Dass du weißt, dass das auch ein Teil von mir ist, das bedeutet Holophilie. Ja, ich musste so lachen. Und jetzt ist natürlich bei uns, wir haben immer noch diese klassische Projektorsache in einem Raum, wie sieht es aus jetzt auf einem Monitor? Und da haben wir genau dieselbe Trinität. Das sind die Unterschiede. Jetzt ist die Lichtquelle der Monitor selber und da haben wir das Mono schon mit drin, wenn man es in Lateinische geht. Wobei im N-Gestalt das Mahn in der Bibel, von was sollen wir leben, wenn wir Ägypten verlassen? Von was sollen wir leben, wenn es kein Geld mehr gibt? Ja. Und die Scheinheiligkeit, wo ich anspreche, wohlgemerkt, bewusst erschaffen. So wie ein Autor, der einen Roman schreibt, egal ob es ein Gruselroman, ein Drama, ein Liebesfilm ist, eine Komödie ist oder irgendein Krimi ist. Ein Kriegsroman, ein Kriegsfilm ist. Es wird alles bewusst erschaffen zur Unterhaltung. Ja. Aber, ich sage jetzt dieses große Aber, das Erste, was du verstehen musst, du kannst von außen nichts, kein Wissen in dich hineinschaufeln, weil da außen letztendlich nur das ist, was du dir ausdenkst. Ja. Und alles, was du dir ausdenkst, kommt aus dir selber. Das ist die Symbolik des träumenden Geistes. So ist es. Ja. Und ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wie ich nochmal hier drauf eingehen kann, vor allem mit Wünsche. Wenn du doch ein vollkommenes Wesen, ein heiliges Wesen bist und dich aus dir selbst in unendlich viele Facetten zerdenkst, um dich immer wieder in einer neuen Form, mit einer neuen Information erleben zu können, gibt es unendlich Möglichkeiten an Gestaltung. Das ist meine Metapher mit dem Computer. Erweitert dein Computerprogramm und es erweitert sich deine Bilder in der Komplexität, deine Vorstellungen. Was ich ja ganz einfach symbolisiere mit dem, was auf dem Computerbildschirm auftaucht. Dass ich sage, das Hauptproblem sind, solange du noch Wünsche hast. Das ist, und das ist jetzt, weil ich immer wieder in Gesprächen merke, jetzt Gespräche kann ich ja nur führen auf der Brüsselebene. Das ist, wenn du vorm Bücherregal stehst, gibt es keine Gespräche mehr, da gibt es bloß das Ja. Darum hast ja auch Gott. Und das Gotteskind, der Brüssel, ist der, der noch leben darf. Darum macht sich ja Gott immer wieder zu einem Brösel. Darum sage ich, ich bin du, dass ich mich immer wieder neu erlebe.
Es ist natürlich, wenn du nur auf diesen rein naturwissenschaftlich-religiösen, esoterischen Geschwätz rum, das letztendlich nur wirklich raumzeitlich unbewusstes, raumzeitliches Denken ist. Das ist Aber es. jetzt pass auf, ich mache mal das Beispiel mit dem Wünschen. Man muss das wirklich wiederholen und du siehst jetzt als Helga, ich sag als Helene, als diese alten Hasen, die jetzt fast alle auf die 80 zusteuern und die bestimmt schon fast ein Vierteljahrhundert sich intensiv mit Holofeeling beschäftigen und teilweise sehr viel Lehrer, denk an meine Fettings, an die Helene erzeugt, ich sage nicht überstudierte Fachleute, aber in einer sehr guten Allgemeinbildung, dass die alle sagen, es ist absolut unglaublich, dass Ja, ich das ist so lange brauche, so dass lang ich über diese mich. einfachen Worte Ja, akzeptiere. Wie hartnäckig ist dieses ja, Ego? Der zweite, ja. dass man der Logik, der anerzogenen Logik mehr vertraut, wie Ist das, was wahr. jedes Kind hier und jetzt auf der Stelle überprüfen kann. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich in einer Wiederholung, aber mit einer sehr feinen Erweiterung, um das noch klarer zu machen, in was für ein Irrsinn du dich selber hineinstrudelst. Dass ich immer wieder sage, solange du sagst, ich wünsche mir, dass ich gesund bin, glaubst du, dass du krank bist? Okay, das sind nochmal die zwei Seiten. Das ist immer wieder ist im Hintergrund eigentlich mein Klingelingeling-Beispiel. Das, was deine Logik dir sagt mit einer raumzeitlichen Logik, also jetzt eine Kausalität, einen Anfang zu setzen, der eigentlich durch den Reizauslöser erst entsteht. Ja. Der Wunsch, den du dir jetzt ausdenkst, egal an was, das kann Gesundheit sein, das kann ein neues Auto sein, ein Haus sein, egal was es ist, ist immer der Glaube, dass das, was du dir jetzt ausdenkst, nicht besitzt. Und ich sage, bevor du dir das ausgedacht hast, hast du es ja besessen. So ist Jetzt es. stellst du es ja vor dich hin. Verwirklichen tut sich dein Glaube. Das war es ganz Und wichtig. jetzt pass auf, das heißt, du glaubst jetzt krank zu sein, wenn das nicht der Fall wäre, würdest du dir ja nicht wünschen, dass Ja, du gesund wirst. so ist Aber es. jetzt wissen wir ja, dass dieses Gesund-Krank-Denken, das chronologische Denken, wenn wir wissen, es ist alles jetzt, hebt sich das ja zu einer Welle, die gleichzeitig da ist, wo ich aber immer wieder sage, du siehst nur eine Seite. Das ist die Welle, was du siehst, gesund-krank, hell, dunkel, gesund-krank, einatmen, ausatmen. Dass jedes Bild ja jetzt ist und wenn ich die zweite Hälfte, die auch jetzt ist, im Hintergrund dazu nehme, bin ich heil. Weil das plus 5 hebt sich ja auf. Ist. Das habe ich so oft erklärt, das ist so elementar. Du wirst jetzt merken, jeder Zweifler wird jetzt sagen, so ein Blödsinn, was er redet, der ich wünsche mir nur, gesund sein zu wollen, weil ich krank bin. Und ich sage, nein, du bist krank, weil du glaubst, dass du krank bist. Das ist das Problem der Aber Glauben. jetzt pass auf, jetzt mache ich einen Cut. Während du jetzt aufmerksam zugehört hast, wirklich sehr aufmerksam zugehört hast, hoffe ich, du Geist, hast du dich gesund oder krank fühlt? Wenn du an das Weder eine noch. denkst, kann das andere auch nicht da sein. So ist es. Okay, das heißt, in dir tauchen Wünsche auf und du merkst gar nicht, dass du dich durch jeden Wunsch entheiligst, weil du das heilige Ganze bist. Holofeeling heißt, du bist doch schon alles. Du bist jedes Puzzlestück, das in dir auftaucht, ist eine Facette von dir selber. Das ist göttliches Bewusstsein. Auch die Kriege, auch die korrupten Politiker, die Alles. Krankheiten, die Verbrecher, die Massen, alles sind Facetten von dir, die sich aber ganzheitlich gesehen gegenseitig eliminieren. So Das ist ist es. der Heiligkeitszustand. Aber wir Ja. wollen ja was erleben. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich ein kleines Beispiel. Du denkst dir jetzt einmal, du schaust einfach mal auf die hoch nach oben, schau mal einfach nach oben. Und du wirst dir jetzt vorstellen, du schaust dich jetzt in die Decke, in die Zimmerdecke, und du schaust einfach auf einen Berg oder einen schönen blauen Himmel. Und du denkst jetzt, ach, da möchte ich oben sein. Okay, dann existiert bloß dieser Gedanke oben, da möchte ich oben sein, das ist ein Wunsch. Was dir in dem Moment gar nicht bewusst ist, dass du im selben Moment glaubst, unten zu sein. So ist es. Das heißt, nur weil du unten bist, möchtest du oben sein. Aber genau genommen bist du gar nicht unten. Das habe ich ja so oft gemacht, du kannst auch nach unten sein, dann bist du oben. Aber du warst jetzt, wenn du nicht an das eine denkst, existiert das andere auch nicht. Na, auch nicht. So ist Es es. sind so simple Sätze, auch immer wie wenn ich sage, jetzt ist es hell. Ja, was ist hell? Wie definierst du das Wort hell? Ja, hell ist es, darum sehe ich was. Wenn es nicht hell wäre, könnte ich ja nichts sehen. Ich habe das so oft gesagt. Ich sage, hell hat auch mit Sehen können nichts zu tun. Was passiert denn dann, wenn du hier träumst? Ja, dann ist es hell. Wo ist dann die Lichtquelle, wenn du nicht an die Sonne denkst? Das funktioniert ganz anders. Es funktioniert ganz anders in Wirklichkeit. Es ist eine Matrix.
In dem Traum ist eigentlich schon alles erklärt, was du verstehen kannst. Oder das ist so. Ja. Und wenn du meinst, du hast es nicht nötig, all dein Leid ist du, Geisteswunge lebst, all das Leid erschaffst du selber. Aber weißt du, die Schwierigkeit, die für mich jetzt so war, wirklich sich bewusst zu machen, woran man noch glaubt, mit den ganzen Dein Nahrungsergänzungsmitteln. Reden. Seit 20 Jahren Oh, sage ich oh, immer wieder, bei jeder Kleinigkeit, schau oh. in dich rein als wertfreier Ja. Beobachter, so wie wenn du, jetzt sage ich, als Programmierer dich auseinandersetzt mit einem Programm. Schau das Programm auf, was das Programm für Regeln hat Ja. und welche Vorstellungen, welche Bilder aufgrund dieser Regeln auftauchen. Ja. Und das verwirklicht sich Glaube. Ja. Und wenn Menschen träumen, Mensch, ein Adam, es ist natürlich das Schöne, wo ich immer wieder sage, in der Bibel wirst du feststellen, für das Adam gibt es keine Mehrzahl. Adam ist ein Singular. Ja. Jetzt grammatikalisch gesprochen. Das Sinn rot geschrieben heißt ja, Bewusstsein ist göttliches Sein. Weil Bewusstsein erlebt letztendlich das, was es sich selber ausdenkt. Aber um was sich ausdenken zu können, um Wellen aufzuschmeißen, musst du dich selber dahin. Das, wie ich immer sage, das sind deine Divisionen. Vision. Da steckt das Vision schon mit drin. Wiss wiederum übrigens ist männlich, sagst du mal. Nee. Oh, Junge, Junge. Ja, Das ist natürlich das männlich, können wir rot und blau machen, da habe ich auch schon drauf gesagt. Das Mannlicht, Männlichkeit. MA, die gestaltgewordene Schöpfung, ist NN, zwei Existenzen. 50-50 statt 5-5 auf der 10er-Ebene zusammengezählt gibt 100. Die 100 ist Kopf, Kopf ist die Affinität. Hebräisch. Du merkst jetzt, dass ja. das rückgängig ist, wenn du meinst, es stimmt nicht, hast du bloß noch nicht die Fähigkeit, die Regeln alle auszunutzen. Ja, das ist so. Und du musst der Erste sein, der es versteht, der Geist, der sich seine eigene Welt ausdenkt. Das ist mir so bewusst geworden, da dachte ich bin doch der träumende Geist, der sich ein Heiko und die Helga ausdenkt mit diesen zwei Terminen. Und Da du ist gar bist kein jetzt auch, anderer wenn du dran. meinst, in einer materialistischen Ja, Logik, wenn du ja. meinst, in einer materialistischen Logik, du willst jetzt was beweisen, dass für dich dann was bewiesen ist, wenn du das real, sprich materiell siehst. Dass ich das Beispiel das letzte Mal mit dem Krankenhaus. Im Krankenhaus ist nichts Ja, los. das war ein Du tolles liest Beispiel. eine Zeitung, du hast erst einmal nur Worte und dann machst du auf den Worten Vorstellungen. Das ist immer die Ausgangsbasis. Und ich habe so oft in Selbstgesprächen erklärt, jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Und du machst dir jetzt erst einmal bewusst, wo deine normale, anerzogene Schwamminhaltlogik dir suggeriert, dass gewisse Sachen, die du jetzt denkst, aufgrund dieses Schwamminhalts immer dran denken, es muss ja in deinem Arbeitsspeicher sein, sonst Naja, kannst du klar. das nicht als Gedanken bei dir aufschmeißen. Ob du glaubst, das ist auch dann da außen, wenn du es nicht denkst. Wenn dieser Glaube in dir drin ist, bist du in der Lage, durch einen gewissen Aufwand von Bildern, ich sage jetzt wieder Eiffelturm, das ist jetzt nur ein Wort, und du kannst dir jetzt beweisen, dass in Paris ein Eiffelturm steht, es ist wie in einem Videospiel, du musst halt mit ständig wechselnden Bildern, wo du dann sagst, was weiß ich, jetzt bin ich in Ja, kann ich mir Frankreich an der verschiedene Grenze, jetzt war Optionen. ich nach Frankreich, Ja. jetzt bin ich in Paris, kannst du den Eiffelturm Super. sinnlich in dir erschaffen, So ist es. aber nur deshalb, weil du glaubst, der ist da außen. Den Turm zu Babel kennst du auch. Da wirst du erst gar nicht losmarschieren in deinem Traum. Also du wirst die Bilder in die Richtung dich gar nicht hinrechnen, weil du weißt, den kann ich ja eh nicht auf die Farbe und der ist ja nicht mehr da außen. Und jetzt ist die Sache, glaube ich, dass die Krankenhäuser voll sind. Mein altes Hühnerfarmbeispiel. Das sind lauter, da geht es nur um dieses Thema. Wenn du das glaubst, wirst du genau das auch auf die Verabredung holen, was dir glaubst. Und den Glauben selber, den hast du dir wie einen Virus durch Medien und Bässchen eingefangen. Ja. Meine Holger- und Andrea-Geschichte, ein Symbol, die zwei Namen, dass du ein komplett eigenständiges Leben hast. Ich habe mit die Fedding im Gespräch habe ich gesagt, das könnte sein, wo ihr euch vor über einem halben Jahrhundert das erste Mal getroffen habt, sage ich zum Peter, dass die Margot dich nicht gewollt hätte. Und dann hättest du von dem Zeitpunkt ein komplett anderes Leben gehabt, du hättest dann wahrscheinlich eine andere Frau kennengelernt. Und im selben Moment kann das Margot-Programm trotzdem das Leben leben, von der Margot aus gesehen mit ihrem Peter über das letzte halbe Jahrhundert. Ja, Und das ist umgekehrt genauso. ja. Das ist alles in einem Videospiel drin, wenn du diese einfachen Metaphern verstanden hast. Und genau aus dem Grund existieren jetzt in deiner Traumwelt Videospiele. Ja. Und das zieht sich in Stufen auf, diese 3x3, ich soll mal 3x3, sind es 3x3 mal 3, also 3 hoch 3 sind die 27 Zeichen. Und unser erster Schöpfungssatz, dieses Beroschi, das erste
Vers Genesis 1,1. Wissen wir, zusammengezählt auf der Zahnebene beinhaltet nicht nur die Kreiszahl Pi, sondern es sind erst einmal 2700 und 0,1. Wenn ich 2700, kann ich 27 und 1. Das ist das 28. Zeichen. Und dann hast du die vier Oktaven mit Aleph, Aleph. Der Anfang, Anfang und Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Das Omega. Wir können das A und das Taf nennen. Oder Alpha und Omega nennen. Dann schließt sich der Kreis von oben und unten in diesen Punkt und das ist die rote 4. Ich sage immer die 3 und die 4. Du kannst es immer wieder stufen. Das ist eine Frage, wie du das denkst. Es ist ein vollkommenes System. Und plötzlich wird all diese Einseitigkeiten, erkenne ich, es gibt keinen Krieg ohne Frieden. Ja. Es gibt keinen Frieden ohne Krieg. Es gibt kein Oben ohne Unten. Ein einfacher Satz vom Udo. Ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist es eine Wasserhaufe oder was ein Nichts, das das Gegenteil dazu ist? So ist es. Und jetzt schaut das Wort Welle. Doppelt aufgespanntes L mit 70 geschrieben heißt Joch, hochgehoben und Joch. Und Le heißt auseinandergeschmissen. So göttlich. Das ist, wenn man das immer hört und hat die Grundlage, dann klingt das absolut wirr. Und wenn man ein bisschen nochmal die Grundlage hat, da gehen dir die Herz auf. Es stimmt immer alles, egal was der Udo sagt, es stimmt. Weil du meine Sprache langsam verstehst. Das ist Deutsch. Und ist doch das Ivris, das kann man nachschauen. Darum ist mir immer wieder wichtig, mir geht es nicht um Filmwisserei, du musst das Prinzip im Hintergrund. Ich sage immer wieder, seit vielen, vielen Jahren, du musst rechnen lernen, dass du das Prinzip der arithmetischen Funktionen verstehst. Du musst in keinster Weise selber dann mühselig was ausrechnen, dafür haben wir mittlerweile in unserer Welt Taschenrechner. Du musst, wenn du Physik machst, musst du die physikalischen Formeln, Form L, die Formen Gottes, das sind die Schöpfer, sind diese Formen, die Zusammenhänge. Ist ja alles richtig, so ist auch eine Religion. Die musst du aber verstehen, was die bedeuten. Und wenn ich jetzt in meinem klassischen Alltagsproblem irgendwas berechnen muss, keiner verlangt, ich selbst bei mir, ich jetzt springe mal zurück hier Anfang der 70er Jahre, wie ich gerade einen Fernsehtechniker gelernt habe, 72. Da hat selbst damals, Taschenrechner hat es damals noch keine gegeben, die sind dann gerade gekommen, da war gerade sündhaft teuer die Übergangszeit. Da hat man noch Rechenschieber, da merkst du dann, wie alt das man ist, mit Rechenschieber gearbeitet. Aber da dürftest du in jede Prüfung eine Formelsammlung mit reinnehmen. Es hat keiner verlangt, dass du dieses Formelbuch verstehst. Du musst es wissen, wenn ich jetzt irgendein Problem lösen, irgendein Filter oder was, ein Frequenzfilter oder irgendwas ausrechnen muss, mit welcher Formel ich die Werte berechnen kann, die ich für die und die Bauteile brauche, dass das Filter die und die Frequenz rausfiltert. Weil das ist die Filmwisserei, um die geht es nicht. Dafür haben wir Hilfsmittel. Aber das funktioniert ja erst, wenn man das Prinzip versteht. Ich weise immer wieder mein Heugerchen nochmal hin, wo ich ja ein paar Mal gesagt habe, der ist ja Maschinenbauingenieur, der hat nicht einmal so schlecht seine Prüfung gemacht. Und der hat wirklich jetzt mit Holofeeling, 40 Jahre später, gesagt, ich habe nichts verstanden. Ich habe das auswendig gelernt, so wie wenn ich jetzt meinetwegen ein portugiesisches Gedicht auswendig lerne und ich kann das rezitieren oder hinschreiben, aber ich verstehe kein einziges Wort portugiesisch. Und erst durch Holofeeling, durch mich, habe ich ihm erklärt, was da wirklich im Hintergrund die Zusammenhänge sind, was das, wieso das eigentlich so ist, wie es ist. Du kannst der Prüfung bestehen durch geistloses Nachplappern. Ja. Das sind die ganzen Physiker zur Zeit, die Lesch und Konsorten, die nur rezitieren und der hat entdeckt und der hat gesagt. Das gilt auch für die ganzen Philosophen. Ist es so schwer, dass ein Mensch, den du dir denkst, ich sage jetzt absichtlich einer, der jetzt mit deiner Schau in dich rein, mit deiner Logik da außen einmal rumläuft, wir machen einmal die Weisen der Vergangenheit, dass der erst in dem Augenblick entsteht, wenn du ihn denkst, und zwar hier und jetzt in deinem Kopf, und die Grundlage ist dein Wissen, dein anerzogenes Wissen, dein Schwamminhalt. Ja. Jetzt klingt da natürlich immer noch die Vergangenheit mit, aber auf Schwammbeispiel gehe ich jetzt nicht nochmal ein, weil wir ja die Zeit rausgeschoben haben. Wenn du Computer bist, kriegst du das ja auf einmal. Und dann ist es definitiv so. Du kannst dir, wenn ich jetzt sage Platon, dann sagst du vielleicht ein Philosoph. Aber was ist jetzt, wenn du nie was in der Schule von einem Platon gehört hast? Weißt du nichts. Ich glaube nicht, dass wenn angenommen, du wärst jetzt, du Geistesfunken, wärst irgendwo in Kenia bei irgendeinem Ureinwohnervolk,
die noch relativ in der Wildnis leben oder im Papua Neuguinea oder im Amazonas-Dschungel, sind jetzt schon wieder Gedanken. Merkst du das in Worte? Und du setzt sofort wieder Koordinaten ganz grob auf deine Erdkugel. Das sind ja deine Informationen. Du denkst es dir aus. Ja. Afrika denkst du dir nach Süden von uns aus gesehen. Asien denkst du dir nach Osten. Und dann denkst du dir jetzt ein Ureinwohnervolk und ich sage jetzt, wenn du einer davon wärst und du wärst einer davon, wenn ich dich jetzt raumzeitlich gedacht als Baby genommen hätte und du wärst dort aufgewachsen mit meiner Familie, adoptiert. Du würdest mit dem Wort Platon oder Sokrates überhaupt nichts anfangen können. Du hättest auch eine Welt, du hättest Bilder, deinen Urwald und Fähigkeiten, Tiere zu fangen, von denen du die jetzt überhaupt keine Ahnung hast. Es ist, wenn Menschen, wenn dein Geist träumt, hängt davon ab, welchen Schwamm in all dir hat, was er für eine Welt erlebt, was er für einen Traum erlebt. So ist es. Darum ist die Reduzierung auf den Computer, wenn du ein Computer bist, die Bilder, die in dir auftauchen, hängen davon ab, was du für einen Wissensspeicher hast. Jetzt haben wir aber die Transversale, dass dein Wissen nur eine Facette ist, wo ich dann immer wieder sage, das im Arbeitsspeicher ist das, was du verwirklichen kannst. Das im Arbeitsspeicher ist aber wieder, sagst du mal, nächste Ebene ist immer noch in dir drin, ist deine Festplatte. Das wären jetzt zum Beispiel die Glaubenssysteme der Menschen, die du dir ausdenkst. Das ist ja egal, was einer sagt, wenn du zum Beispiel studierst. Ich habe gestern mit dem Moritz kurz geskypt, der hat mich angerufen und er sagt, wenn ein Professor von dir was erzählt, wenn der jetzt seine Zahnmedizin studiert, dir ist gar nicht klar, dass du alles schon weißt, was der dir erklärt, weil du denkst ihn dir ja aus. Also den sein Wissen, die Quelle davon bist du, aber dort nur ihn in deinem Arbeitsspeicher als einen Gescheiteren hast, aber letztendlich den sein Leben bei dir auf der Festplatte mit drauf ist, weil das ist ja mit dir verbunden, ist es so schwer zu verstehen, dass ich immer wieder sage, in was für einem Wahnsinn lebst du eigentlich? Und ich bleibe jetzt nur im Bereich des Denkens, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Du meinst, du hast mit dem Trump nichts zu tun oder mit dem Putin oder mit dem heliozentrischen Weltbild nichts zu tun. Ja. Ich weiß, das erschüttert einen zutiefst, wenn man Geist ist. Und darum sage ich immer wieder, hättest du das Wissen hier vor 1000 Jahren, dann würdest du an keine Erdkugel denken, sondern an eine Scheibe denken. Unser jetzigen Professor, der Lesch, wenn damals existiert hätte, hätte er diesen Schwamminhalt von dem Professoren, wäre der Galileo totaler Verschwörungstheoretiker, Querdenker. Vollkommen unlogisch. Bei Holofeeling geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Es geht nicht darum, ob die Welle ein Berg oder ein Tal ist. Für Corona oder gegen Corona ist nämlich auch eine Welle. So ist es. Frage also, stellt das sich. Nochmal, wer denkt sich die Welle aus und in welcher Seite hänge ich zurzeit drin in meiner Unbewusstheit? Ja. Und dann kann ich immer wieder sagen, jetzt kommst du in einen Bereich, dass du das mit der Masse, breit ist der Weg der Masse, lass die Toten ihre Toten begraben. Kannst du das gar nicht mal kommunizieren, dass du merkst, die hören überhaupt nicht zu? Die sind so unendlich voll Arroganz auf ihr Wissen. Ja. Das macht allein und das macht dann wieder Angst. Und dann kommt die größte Prüfung, die du überhaupt zu bestehen hast. Das ist auch ein Märchen, wo ich mehrmals angesprochen habe, mit dem der morgens aufwacht. Also es träumt einer in einem kleinen Dorf, wir denken uns das Dorf. Es ist das Wertvollste, was du besitzt, sind die Märchen, wenn man sie versteht. Und der träumt nachts, dass wenn man morgens aufwacht, gehen alle morgens erst einmal zum Brunnen und sagen mal, holen sich ja was, um Kaffee zu kochen. Die trinken alle aus einem Brunnen. Und er träumt, wenn man morgen von dem Brunnen trinkt, das ist irgendein Virus drin und dann wirst du verrückt. Und er träumt es und es war so intensiv, dass er das glaubt und er versucht jetzt seine Mitmenschen, seine Dorfbewohner, seine Familie zu warnen und die halten alle ihn für verrückt und alle trinken von dem Wasser und die waren tatsächlich alle verrückt. Ah klar. Aber da alle gleich verrückt waren, ist jetzt für die der einzige Verrückte der nicht davon getrunken hat. Du bist der Einzige, der nicht verrückt ist. Du merkst es, weil du sehen kannst. Die machen ganz verrückte Sachen. Ich will jetzt da nicht genau drauf eingehen. Und du wirst plötzlich feststellen, dein Leben war zur Hölle. Dass du irgendwann einmal freiwillig selber von dem Wasser trinkst, bloß um dann normal zu sein und wieder geliebt zu werden von den anderen. Und das ist jetzt das, was du nicht machen darfst. Ja.
Du kannst doch deine ureigenste Meinung haben und erkennen und trotzdem die um dich herum verrückt lassen. Ah, so ist es. Das ist das, wo ich sage, auf zu missionieren. Aber du wirst jetzt merken, es sind immer wieder, immer mehr, es wächst in dir. Du musst der Erste sein, der an dieser Erkenntnis festhält. Ja. Und bei Holofeeling, ich sage immer wieder, ich bin der Erste, du musst nichts, überhaupt nichts glauben, was selbst jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann. Ja. Du musst den Zweiten, dein Ego, in den Griff kriegen. Das ist die Quelle für Leid und für Angst. Wenn du jetzt diese Corona-Menschen mit ihrer panischen Angst, den Körper zu verlieren, wo ist das Bewusstsein, dass ich erkenne, der Körper existiert ja gar nicht, wenn ich nicht dran denke? So ist es. Ich würde viel lieber dir genau erklären, wie immer wieder, wenn ich immer Holo-Arithmetik oder was mache, wie das Computerprogramm funktioniert, Entschuldigung. Wäre für mich tausendmal interessant, aber es nützt überhaupt nichts, wenn du das nicht wirklich installiert hast, wenn du das verstanden hast. Dann wird es irgendwann einmal durch Neugier in dir auftauchen. Und du musst eins wissen, in dem Moment, dieser Anfang von Ich bin du, ich bin bloß ein Buch, das du dir jetzt ausdenkst. Fetzen Papier hat es damals noch mit Farbe bespritzt. Jetzt könnte ich sagen, ich bin bloß ein Monitor, ich bin nur eine Anordnung von flackernden Lämpchen und eine kleine Membran, die hin und her schwingt. Wenn du das anschaust, fängst du an, Vorstellungen zu machen. Beim Buch lesen, du sprichst doch diese Worte. Die spricht doch nicht der Udo, wenn du liest. Jetzt kann ich sagen, spricht die auch kein Mensch, Lautsprecher. Ich sage das immer wieder. Das ist die Präzision, was wirklich da ist. Sich wirklich bewusst machen, was da ist. Und ganz bewusst machen, was man aufgrund dieser Reizauslöser für Vorstellungen aufbaut, wie die eigentlich selbst erschaffen sind. Und die man dann um sich herum in Raum und Zeit verstreut. Mit einer hundertprozentigen, inbrünstigen Überzeugung, dass das da außen so ist, wie ich mir das jetzt denke. Dass die Menschen, die ich mir denke, dass der Udo Böttcher ein totaler Verrückter ist, zum Beispiel, oder der Trump, oder dass das ein Guter ist, der neue Heiland ist, der Trump genauso wie der Udo, ich sage, nee, das sind erst einmal Gedanken. Das sind Gedanken, die du selbst erschaffst in dir mit deinem Schwamminhalt. Darüber gibt es nichts zu diskutieren, kannst du sofort überprüfen, wenn du Bewusstsein bist. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung, du musst Bewusstsein sein. Und du musst wissen, was Bewusstsein ist. Und das ist etwas, was gar nicht existieren kann. Das Wort Bewusstsein ist nicht Bewusstsein. Das ist der, der mich jetzt sprechen hört. Der jetzt was empfindet, der seinen Körper sich denken kann. Der war jetzt übrigens die ganze Zeit wieder nicht da. Jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt denk an deine Beine und wackel mit den Zehen unten an den Beinen. Wackel einmal ganz intensiv. Jetzt hast du das Gefühl, du bist immer hier, dass du dir nach unten denkst. So ist es. Dann kannst du dir wieder die zwei Augen vor dich hindenken. Du bist hinter den Augen. Du kannst die Haare über dich drüber denken. Wo war das alles? Es hat nicht existiert. Es war da. So wie alle Bilder eines Films immer gleichzeitig auf der Datei sind, aber immer nur eins aufblitzt. Und das Ganze passiert digital. Erinnere dich, wie viele Male erkläre ich meine Sache mit dem Glas, das man anschlägt. Bing! Ist alles logisch. Die Physik, was die Physiker dir erklären, ist alles logisch. Das große Problem ist, es ist schlichtweg und einfach ein Druckschluss. Es ist eine Sackgasse. Und wenn ich das, was ich jetzt Realität nenne, das ist, was ich sinnlich auf der Verabredung als dreidimensionale Objekte wahrnehmen kann, dann ist sowieso, ich sage 99% aller physikalischen Vorstellungen vom Tisch. Es sind logische Konstrukte. Das ist so spaßig, wie oft bin ich auf die DNA eingegangen, wenn die jetzt hier einen Impfstoff machen. Es ist Hirnwichserei ohne Ende. Schon die Bildchen, wo du siehst, wie der Wirkstoff wirkt. Weil das baut alles auf Aminosäuren und DNA auf. Die sind so unvorstellbar klein, dass man die nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Die Kügelchen mit den Zäpfchen dran. Dann bringt dir irgendeiner ein verschwommenes Fetzenpapier, wo sowas Schattenhaftes mit so Zäpfchen dran ist. Das ist eine Elektronenrastermikroskopaufgabe. Das ist ja, der Virus selber ist ja wesentlich größer wie jetzt die DNA selbst, was da gemacht wird. Wie das gemessen wird, wie man das macht. Ich sage, sobald du glaubst, dass das da außen so ist und so funktioniert, dein Programm macht die Bilder. Im Anfang war das Programm. Wenn du aber dein Geistreicher mal als, ich sag mal, als nicht verblödeter Laie dir das anschaust, wie machen die das eigentlich, wenn eine Frau vergewaltigt wurde und sie geht zur Polizei und sie hat ihren Täter gekratzt und dann machen die unter dem Fingernagel ein bisschen
weg und dann können die genau feststellen, wer das ist. Wie machen die eigentlich das, um dem festzustellen? Das kannst du alles nachlesen, kann man studieren an der Universität. Die verkopften, geistlosen Menschen, die Vorstellungen in sich aufbauen, die jenseits von Realität sind. Und jetzt kommt dann ja, aber es funktioniert ja. Da muss ich jetzt ganz, ganz zurückgehen in der Ursache, in der absoluten Ursache deiner jetzt ausgedachten Vergangenheit. Die Grundlage jeglicher Form von raumzeitlichen Denken und Berechnungen sind die sogenannten Infinitesimalberechnungen. Da haben wir wieder die zwei Seiten. Wir haben Plus und Minus bei der normalen Berechnung. Ich sage, die höhere Form ist der Multiplikation, Division, Potenzieren, Wurzel ziehen. Das ist nur Spiegelung, das sind nur Erweiterungen. Letztendlich gibt es Plus, Plus und Minus. Und jetzt kommt plötzlich die Infinitesimalrechnung ins Spiel. In sehr vielen Selbstgesprächen gehe ich darauf ein, dass man das ja dann spaltet. Da sagt man, da haben zwei Stück das gleichzeitig entdeckt. Kannst du nachforschen, will ich jetzt gar nicht mal genauer sagen. Die Schwierigkeit ist, dass die erfordern eine Division durch Null. Es ist versteckt. Und wenn du jetzt deine Zeitgeschichte wirklich einmal stochastisch dir die andere Seite anschaust, es haben sich hier über lange, lange Zeit, ich rede jetzt bewusst chronologisch, haben sich Mathematiker, also Arithmetiker, komplett gegen diese zwei Rechenwege gewehrt, weil sie sagen, es ist ein vollkommener Blödsinn, irgendwas zu berechnen mit einer Division durch Null, auch bei einer Multiplikation mit Null. Null mal etwas ist immer noch nichts. Und da ist bei vielen, ja, das ist doch dann 1 durch Null ist doch dann noch 1. Ich sage immer wieder, wenn du eine Dotte nimmst, das sind die klassischen Beispiele, und du verteilst die Dotte an 4 Menschen, kriegt jeder ein Viertel. Wie viel kriegt einer, wenn du die Dotte an 0 Menschen verteilst? Gar nichts. Weil es keiner da ist. Du bist dieser Nullmensch. Du bist dieses Nichts. Ja. Alles verteilt sich letztendlich in dieses Nichts, was du dir vorstellst, in Divisionen des einen. Das heißt, die 1 im Einheitskreis, 1 ist eigentlich unendlich, das Allumfassende. Die 1 ist unendlich, wenn man sie allumfassend macht. Das kannst du in der Mutation lesen. Ich kann das als das Kleinste nehmen oder als das Ganze, wo ich dann 1 durch 2, durch 3, durch 4, das sind die Divisionen. Es gibt nichts, was du denken könntest, was ohne dich existiert. Das ist mein Satz, der ist hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt absichtlich gesagt, was du denken. Die N geöffnete Existenz heißt Urteilen, Kennwissen, etwas überlegen, Fundament, Mendior, eine Welle, überlegen und Lügen verbreiten. Ja. Das sind jetzt die sogenannten Longitudinalwellen, die du dir in Raum und Zeit verströmst. Da hängt die Physik mit drin. Und jetzt ist bei der Division durch Null, pass auf, das muss ich gar fertig machen, dass die ganz klipp und klar, reine altschultechnische Arithmetiker haben sich dagegen gewehrt, das zu glauben. Weil sie sagen, es macht arithmetisch keinen Sinn. Aber im Laufe der Zeit hat man festgestellt, wenn man mit dieser Infinitesimalrechnung, entweder die Integralgleichung oder Differentialrechnung, das ist ja jetzt plus minus auf dem Infinitesimalbereich, das heißt der Unendlichkeitsbereich, das Unendliche bist du selbst. Das ist der sich's ausdenkt, und zwangsläufig ist der nichts. Du kannst unendlich, das Meer, der immer ist, kann unendlich für die oberflächliche Formen darstellen, aber er selber ist eigentlich nichts. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass man festgestellt hat, wenn ich mit dieser Welt Berechnungen mache von meiner Traumwelt, dass das immer eintrifft. Man kann Vorhersagen machen mit Infinitesimalberechnungen. Aber da ist die Kausalität schon umgedreht. Und darum hat sich dann das irgendwann einmal etabliert, dass es doch stimmt. Aber jetzt kommt immer wieder die Schwierigkeit. Man meint, man hat jetzt die Welt, die man aufgrund eines Programms sich ausdenkt. Das ist das, wo ich sage, man kann mittlerweile mit Computeranimationen, selbst in 3D, ja, das ist nur jetzt noch eine Frage hier der technischen Entwicklung. Der Hardware, die Software selber wäre überhaupt kein Problem. Die Rechenkapazität kann man ja alles darstellen. Aber es ist wieder die große Schwierigkeit. Im Anfang ist der Geist, der Computer mit seinem Programm, und das macht die Illusionen. Du musst erst einmal die Kausalität umdrehen. Dieses, ich wurde nicht, ich Geist wurde nicht von einem Trockenhausen auf dem Weibchen in der Vergangenheit geboren, sondern ich erschaffe jetzt diese Vorstellung in meinem Kopf aufgrund meines Wissenglaubens, meine Schwamminhalt. Ja. Du bist als Leser nicht irgend involviert in dieser ausgedachten Welt, sondern die spielt sich in dir selber ab. Du bist immer das Zentrum. Und die Peripherie gleichzeitig, das ist das Spiegelprinzip, muss man verstanden haben.
Und darum wird es auch nie gelingen, dass du jetzt deine Menschheit in deinem Traum, die letztendlich auch nur existiert, wenn du sie denkst. Das heißt, die Probleme, die du magst, rühren letzten Endes daher, dass du meinst, all diese Wissenselemente, die im Großen und Ganzen eigentlich alle immer eins sind, bis auf den kleinen Spritzer, den du jetzt denkst, der einen ständigen Wechsel unterliegt, sowieso eins sind. Du musst die Menschheit nicht heiligen. Sie ist heil, wenn du sie nicht denkst. Und wenn du sie denkst, ist das doch mal nur das Wort Menschheit. Und dein persönliches Programm wird jetzt aufgrund deiner Erziehung bei dem Wort Menschheit eine gewisse Vorstellung machen. Ich sage, 8 Milliarden Trockennasen auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt. Aber hast du das jemals gesehen? Könntest du das beschwören? Wer hat die gezählt? Es ist blinder Glaube. Man hängt so im Glauben seiner Lehrer und Erzieher. Das ist übrigens das, was hier gleich in den ersten paar Geboten, dieser Glaube wird sich bis ins dritte und vierte Glied chronologisch gedacht durch, bis einer aufsteht und sagt, nein, das ist, ich will was vollkommen Neues. So ist es. Das ist das, was ist. Und ansonsten lässt du es einfach laufen, lass dich überraschen. Mach ich. Du musst jetzt eine elementare Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist jetzt eine absolute Entscheidung. Immer dran denken, auch die Entscheidung hat zwei Seiten. Egal. Ich nenne dich jetzt einmal HL. Die Quintessenz ist Gott. Und das ist der Geist des Schöpfers. Das ist die Helga. Ja. Ja. Und darum bist du die Helga Bender. Ja. Ben ist der Sohn und der Sohn Ben. Rot geschrieben wird zu einer polaren Existenz, weil er zu geöffneten Berechnungen wird und die generieren jetzt praktisch, wieso du als Helga Bender hier so viele Vorträge vom Udo organisiert hast, wo er überhaupt keinen Einfluss genommen hat. Du könntest jetzt beschwören, dass der Udo niemals zu dir gekommen ist und sagt, Helga, organisiere einen Vortrag. Du bist zu mir gekommen, willst du nicht einmal einen Vortrag halten? Ich kann immer wieder sagen, ich habe auch noch nie zu irgendjemandem gesagt, er soll eine Internetseite machen. Ja. Jetzt haben wir übrigens eine ganz tolle nochmal, Dion und Ardo machen jetzt eine ganz, ganz große Seite nochmal. Das ist, weil Ardo hier jetzt ja neuere Technik in der Computertechnik, die von der Dion war, die von Peter Staaten, das ist ja noch älter, da ist ja einiges passiert in der Möglichkeit, Internetseiten zu machen. Und die haben sich jetzt zusammengetan, ist ganz toll aufgebaut. Naja, das war ja mal ein Ausschnitt drin, das habe ich gesehen, ganz toll. Hat ja auch Anfragen gemacht. Du kannst ja machen, die Internetseite kannst du ja, die Adresse ist ja mit denen, kannst du ja mit anklicken, Helga. Ja. Es ist nichts anderes. Es ist immer das Prinzip, die erweitern halt jetzt das mit Beispielen, dann viele machen so Short-Ups, Rosenbeispiel, dass man nicht die ganzen, diese hunderte, tausende von Vorträgen, ich weiß nicht, wie viele, müssen wir jetzt anfangen zu zählen, uninteressant. Ja. Dass man so elementar kleine Elemente rausschneidet. Ja. Und du musst trotzdem dein Leben weiterleben. Wenn ich jetzt mal einen kleinen Moritz nehme, wo ich immer wieder sage, du bist in einem Zwiespalt. Ich sage, mach es erst einmal. Du studierst jetzt Zahnmedizin, Schienenmedizin. Alles, was du lernst, sind auch Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Versteh die Symbolik. Und wisse, dass du wesentlich mehr weißt wie dein Professor, weil alles, was dein Professor, diese Antagonistin in deinem Traum dir erzählt, ist eigentlich ein Teil, das dich tiefer in dein Wissen reinschauen lässt. Es ist nur ein Kanal, wo du dein eigenes Wissen erfährst. Du erfährst durch jeden Menschen, der in dir auftaucht, egal was er behauptet, Perspektiven und Facetten von deinem Wissen, weil Menschen, die von dir geträumt werden, können ja bloß das wissen, was du letztendlich in dir trägst, als träumender Geist. Ja. Es ist unvorstellbar, wenn du das zu verstehen beginnst, was du selbst bist. Ja. Und noch einmal viele Fälle, wenn dann eine durchdrehen, wenn man sagt, der ist in die Klapse gekommen durch Holofeeling, nicht durch Holofeeling, das habe ich so oft gesagt, weil er jetzt das Ego sich so aufbläht, dass man das auf die Person bezieht. Ich weiß ja alles, ich weiß ja so viel. Ja. Und dann hast du ein scheiß Leben, du rennst von einer Sackgasse in die nächste. Dann wird das Leben zur Hölle. Ja. Du fährst viel einfacher, wenn ich zwar nichts magst. Ich sage als Udo immer, ich bin der Gedanke, den du dir denkst. Ja, so ist es auch. Als Udo Brösel, als Ausgedachter, bin ich nicht mehr das Meer. Ich bin nicht UB, ich bin ein Blau-UB, aufgespanntes Wissen. Sondern viel weniger wie das Meer. Als der, der jetzt zu dir spricht, durch den Udo, bin ich UB, der rote UB. Aha, so ist es. Und da bist dann du, als derjenige, der mich jetzt ausdenkt und sprechen hörst, viel mehr wie der Udo, weil der Udo nur Spritzer ist. Du bist immer da. Und ich rede jetzt mit dem, der mich ausdenkt, der sich selber ausdenkt. Du selbst bist auch bloß ein Spritzer. Du selbst meine ich jetzt den Körper, an den du denkst, wenn du dich denkst.
Übrigens, geh die Gedanken hier mit, es ist sofort. Ich rede permanent von dem, was da ist. Ja. Und zeig mir die Weisen deiner Welt, habe ich als Jesus gesagt. Neues Testament. Nicht einmal Jesus, könnte jetzt dann wieder sagen, ja, das war ja der Paulus oder das war ja Korintherbrief oder das war der. Ich sage, nee, das bist alles du, es sind deine Gedanken, wenn du das liest. Die kommen aus dir. Wahrlich, ich sage dir, ehe Jesus war ich. So wie ich als Jesus gesagt habe, ehe Abraham war ich. Das ist eine Schichtung, du kannst immer nach unten sehen, aber nicht nach oben. Und ehe der Udo Bätscher war, bist du. Weil ohne dich in deinem Traum wird es an den Udo Bätscher gar nicht gehen. Aber auch keinen Trump und kein heliozentrisches Weltbild. Ja. Würdest du einen anderen Glauben nachplappern, in deinen Schwamminhalt, wirst du begrenzt und dann gehen die Streitereien los. Und jetzt komme ich zur Entscheidung, dann lassen wir es gut sein, Helga, dass die Entscheidung, ich immer wieder sage, die Vorsilbe end, erzeugt zuerst eine Vorstellung, die dann ins Gegenteil gekehrt wird. Es taucht auf und es geht dann wieder zurück. Das sind die zwei Phasen. Ja. Eine Entscheidung hebt die Scheidung auf. Ja. Alle Entscheidungen, die du zurzeit triffst, solange du personifiziert bist, sind aber keine Vervollkommnung, sondern du wählst aus zwei oder mehreren Möglichkeiten eine aus. Ja. Das ist jetzt die Spur, die du zu sehen bekommst. Ja. Glaube ich den Corona-Leugnern oder glaube ich den Befürworter? Ja. Ja. In dem Moment ist diese Scheidung für dich aufgehoben, weil du jetzt weißt, welche Seite richtig ist. Jetzt hängst du aber in einer Kategorie 2-Frage, wo du dich für eine Seite entschieden hast. So, merkst du schon, du hast dich für eine Seite entschieden, aber nicht für das eine. Ja. Die absolute Entscheidung ist zu begreifen, dass eine Welle nicht erfordert, dich zu entscheiden, ob die Welle der Berg oder das Tal ist. Sondern in dem Moment erhebst du dich auf eine Stufe höher, nämlich auf die Stufe der Synthese. Wir nennen das ja so poetisch einfach nur Liebe. Ja. Liebe, rot geschrieben, ist nur das Wort für eine absolute Synthese. Ja. Das ist der Trick. Das heißt, jede Entscheidung, die dich immer in eine Einseitigkeit führt, ist eigentlich keine Entscheidung, sondern eine Sackgasse, nenne ich das. Ja. Die absolute Entscheidung ist, fordert dein Wille geschehe, hier bin ich, hier stehe ich, mach mit mir, was du willst. Wenn ich nur noch das will, was Gott will, was will Gott? Das, was jetzt ist, will ich das auch? Ja. Das will ich das auch? Ja. Der Heilungsprozess des Einverstandenseins? Ja. Auch wenn alles in mir aufschreit? Ja. Das symbolisiert diese Jesus-Geschichte. Ja. Wenn man sie richtig auslegt. Und ansonsten das Nachäffen von Traditionen, die kommen sich alle so gut vor. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Nee, das ist so. Du wirst merken, es ist immer eine Unvollkommenheit. Es wird nicht gelebt, es wird nicht vorgelebt. Das ist in großen Strecken alles richtig. Du kannst alles nachschauen, wo ich sage, ob du die Verschwörungstheoretiker, wenn du die nicht von vornherein ablehnst, da haben wir natürlich auch wieder dann innerhalb der zwei. Denk, habe ich so oft gesagt, wo wir zwei sind, haben wir dann nochmal zwei gespiegelt. Was wir jetzt zum Beispiel die normale Presse Verschwörungstheoretiker nennen, die waren auch wieder hier über den Kamm geschoren. Das sind sehr, sehr viele Intellektuelle und es sind natürlich die berühmten Aluhutträger, die wirklich nur geistlos nachäffende Spinner sind. Wenn ich auf der anderen Seite sage, hier Schrank TV oder viele, oder Xavier Nadeau, die große Sache total super, bis sie dann wieder kommen, die machen Kinderextrakte und so weiter und so fort. Ich kenne einen, der hat es und ich glaube das. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das sind wirklich, denn ich habe mir ins Gehirn geschissen, sage ich jetzt. Ja. Auf gut Fränkisch. Ja. Hast du irgendwann einmal merken, dass die Arier, was das Ari, bin ich kurz darauf eingegangen, dass die Arier eigentlich, was man im Indogermanischen nennt, das ist ja ursprünglich auch, zwei andere Wörter dafür sind die Kelten und die Gallier. Aber schau dir, das Kelten beginnt schon mit KL. KL, ja. Das ist wie Gott. Das Wort Gallier heißt, Geist ist Gott. Geall ist nichts. Und dadurch ist er alles gleichzeitig. Das Nichts kann nur in Form von Facetten. Das Meer wird lebendig durch seine Wellen, die aber immer heilig sind. Jede Welle ist heilig. Macht es noch so komplex sein. Darum ist immer wieder die wirkliche Heiligkeit, ist diesen Punkt zu erkennen, der man selbst ist. Ganz für sich. Und umso mehr du das zu leben anfängst. Ich habe doch den schönen Zweiteiler des Filmchen reingestellt mit Liebe und mit Lächeln. Du wirst feststellen, es spiegelt sich aus dir raus. Denk, wenn ich immer so probiere, geh durch die Stadt jetzt als Brösel
und lächle einfach Leute an, wenn sie dir entgegenkommen. Manche werden entgegenlächeln und andere sind stur. Das ist einfach. Aber wenn du das anfängst, wirst du plötzlich merken, wenn du nur läufst, läuft die Masse an dir genauso nichtsachtend an dir vorbei. Und wenn du anfängst, jeden anzulächeln, wird er da gegenlächeln. Wir haben ja wieder zwei Seiten, wir brauchen immer zwei Seiten, aber dann wird was ganz Eigenartiges passieren, dass du plötzlich durch die Stadt gehst und nichts magst und plötzlich fangen an, dich Leute anzulächeln. Ja. Das ist, kann man alles ausprobieren, weil da im Hintergrund auch eine Physik ist, ein Programm ist. Darum musst du der Erste sein. Ich will nicht immer dieselben Sachen wiederholen, obwohl ich sie dann doch wiederhole. Das sind die zwei Seiten. Und wenn das wirklich verstanden ist, dann wirst du neugierig werden auf die nächste Stufe. Das ist dann tiefer gehen. Wenn an den Anfangen jetzt irgendwann einmal reingelesen in die Vordersprache, selbst die einfachen Schriften, wenn ich immer, ob jetzt das die Kabbala des Jahres ist, man muss sich mit jedem Satz, kannst du dich Stunden, tagelang auseinandersetzen, vor allem wenn du die Worte genauer generierst. Aber da habe ich keinen Spaß dran. Ich sage, das ist ein Akt der Reife. Ja. Ich sage, Kinder haben auch keinen Spaß an körperlichen Sex. Ja. Ja. Wenn du 5 oder 6 Jahre alt bist, über ein Kuscheln. Kuscheln will man immer, das will man auch noch, wenn man dann älter ist, wenn man selbst am Sex überhaupt kein Interesse mehr hat. Ja, ja. Das ist dieses Gefühl, eins zu sein, einfach kuscheln. Man nennt es auch den Hautkontakt. Das sind aber wieder die Zeichen, sind letztendlich die zwei, das Plus und das Minus, will verbunden sein. Kontakt ist ja, Takt ist zack, 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 aber Kon heißt zusammengeschmissen. Zusammen, ja. Ich muss mal wissen, was heißt eigentlich Kontakt? Jetzt wird es natürlich ganz interessant, wenn wir in die Komplexität gehen. Das Kon wissen wir, ist das da mal im Lateinischen verbinden. Kon, kom, kum. Der Takt beginnt mit DA, die erscheinende Schöpfung. Wir wissen, als 404 gelesen, blau gelesen, ist es der Wachraum. Auch die Loge, die Zelle, ja. Eine Logik. Ja. Die erzeugt einen Wachraum. Der Wachraum ist ein Raum. Ganz klassisches Hebräisch-Deutsch. Und dann haben wir noch KD. Und KD ist dann immer wieder, das kannst du dann spiegeln, ist eine Gruppe. Das kann man rot und blau machen. Ich kann das auch eine Sekte nennen, eine Gruppierung. Das heißt, zusammengeschmissen in einer Gruppe. Wie groß setzt du die Gruppe? Gibt es zu deiner Gruppe Gegengruppen? Bei Holofeeling gibt es keine Gegengruppen. Es gibt keine Sekten. Holofeeling ist das Summa Summarum all dieser Gruppen. Das wird eine vollkommen neue erscheinende Schöpfung, wenn du das weißt. Die kann man aber nur als Chat wahrnehmen, in Form dieses Ja. Ich kann wissen, was meine Küche ist, ich kann sie aber nicht sehen. Ja. Das ist auch so eine Aussage, die ich immer wieder wiederhole, versuche das einmal jemand zu erklären, du hast noch nie deine Küche gesehen. Ja, der wird denken. Du hast noch nie Chemnitz gesehen. Nee, das ist wohl wahr. Wie lange lebst du in Chemnitz jetzt als Brösel? 30 Jahre. Hast du jemals Chemnitz gesehen? Musst du sagen, nee, habe ich noch nie gesehen. Nee, hab ich nicht. Das sagt, ich spinn doch. Das ist normal. Ja, klar. Weil sie nicht wissen, ja. Um was es geht. Ich sage einfach, zeig es mir. Ich beweise das, was ich behaupte. Hundertprozentig sicher. Du kannst jetzt darüber diskutieren, aber das ist, dann wirst du mit aller Gewalt und vollkommen geistlosen Glauben am Leben erhalten. Stimmt oder stimmt? Oder da gibt es nichts zu sagen. Es ist so. Es ist erschütternd, wenn ich merke, hundertprozentig sicher, in meiner Vorstellung hat mit 100% sicher nichts zu tun. So viel zu der seriösen, korrekten Naturwissenschaft. Ja. Das ist einfach, du hast es nur zu erkennen. Und versuche nicht, deine Gedanken von irgendwas überzeugen zu wollen. Die werden sich von selber auflösen, wenn sie durchschaut sind. So wie sich der Führerscheinprüfungsbogen in der Fahrschule auflöst, wenn du an der Prüfung alles richtig angekreuzt hast, sage ich, wirst du nie mehr in deinem Leben am Führerscheinprüfungsbogen zu sehen bekommen. Weil du ja bestanden hast. Und solange du das nicht machst, wiederholst du. Du rauschst durch, das gilt für jede Prüfung. Das Leben ist eine einzige Prüfung und du wiederholst und du wiederholst. Unser schönes täglich grüßt das Murmeltier, das ein absoluter Kotzbrocken zum meistgeliebtesten Menschen in dieser kleinen Stadt wird, weil er erkannt hat, das ist der einzige Ausweg. Aber schon in der ausgedachten Welt, was du feststellst, muss immer, wenn du jetzt ausgedachterweise geliebt wirst, muss es welche geben, die dich nicht lieben. Ja, das ist so. Und es gehören zu ausgedachten lieben Menschen, gehören böse Menschen. Zu einem Kommissar gehört irgendein Verbrecher. Und zu einem Arzt gehört zwangsläufig die Krankheit, so wie zur Krankheit Gesundheit. Jetzt können wir wieder,
Hegelsche Triadenlehre machen. Zur Krankheit gehört die Gesundheit. Und diese Kombination ist dann in der Synthese, könnte ich einmal die Medizin sagen. Medikamente, Heilendurchdenken. Und wie heißt denn, ich bin du so schön, und was machen die? Die machen Antibiotika. Bios heißt Leben, Antibios, gegen das wirkliche geistliche Leben gerichtet. Die bekämpfen Feindbilder, sage ich ganz einfach. Du wirst nicht heil, indem du was vernichten willst. Etwas, eine Seite, die Krankheit willst du vernichten. Das funktioniert nicht, entweder vernichtest du beides, dann bist du heil, oder du lässt beides stehen, dann bist du trotzdem heil, wenn du beides gleichzeitig siehst. Lass das auf dich wirken, was ich jetzt sage. Ja, das ist so. Das ist auch so. Das ist ja mit solange du eine Einseitigkeit vernichtest, wird die andere Seite immer wieder kommen. Gesund, krank, hell, dunkel, hell, dunkel. Oder das ist mit den Nahrungsergänzungsmitteln, ist das so die Erfahrung? Es ist erheben, es nur fallen. Es ist Geschäft, es ist immer fallen. Geschäft im Hintergrund. Ja, so ist es. Es ist zum Beispiel hier Energiewende. Ja. Ein Thema gewesen vor 15 Jahren, intensiver Follow-Feeling-Selbstgespräch. Hat übrigens der Mut, der ganz kurz in dem letzten Selbstgespräch mit aufgetaucht ist, der hat dann Sonnenkollektoren verkauft, unter anderem. Dass nur jeder, der sich an der Energiewende beteiligt, jetzt im großen Stil, dem musst du zuerst vorrechnen, dass wenn er sich beteiligt, dass er Geld damit verdient. Es gibt einige wenige Idealisten, die bereit sind, mehr zu zahlen, aber selbst die machen es nicht umsonst. Wenn ich jetzt sage, ich habe extra einen grünen Strom bestellt, bei meinen Stromanbietern grünen Strom bestellt, weil ich ja was für die Umwelt tun will. Dafür bin ich bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen. Ja. Meinst du, dass die das umsonst machen? Die bezahlen nicht für, die bezahlen für ihr gutes Gewissen. Ja. Erinnere dich dran, ja. Auch ein Thema von Selbstgesprächen, wo ich sage, wenn andere was spenden. Ja. Da will nichts und niemand, die reden sich ein, ich spende, weil ich den Kindern in Afrika, die ja gar nicht existieren, wenn du dir denn rausdenkst. Ja, sondern da ist irgendwas, was in ihnen auftaucht, ein Reizauslöser und sie finden sich schlecht. Du siehst hungernde Näherkinder und du fühlst dich schlecht. Das ist ein Bild, das auftaucht, wo du ein ganz mieses Gefühl, Mitleid, Sympathie kriegst. Und dann spendest du. Aber würdest du auch spenden, wenn du dir bei dem Reizauslöser, bei der Anzeige oder beim Bild nicht schlecht fühlen würdest? Weil du einfach erkennst, das ist ja nur flackernde Lämpchen, das ist ja nur Fetzen Papier, was die mir hier suggerieren, wenn abgemagerte Kinder, das sind doch keine abgemagerten Kinder, das ist ein Fetzen Papier, wenn das eine Anzeige in einer Zeitung ist oder das sind Lämpchen auf meinem Monitor. Das ist muss ich mit den Lämpchen mitleiden oder mit dem Papier und der Farbe auf dem Papier mitleiden? Oh mein Gott, Menschlichkeit kriegt einen ganz anderen Aspekt, wenn dir das bewusst wird. Auch viele Selbstgespräche, all die Selbstgespräche, wo ich da drauf eingehe. Du fühlst dich schlecht und du willst dieses schlechte Gefühl los haben und du fühlst dich besser, wenn du jetzt spendest. Das ist die Ursache, dass du spendest. Deine Logik redet dir ein, dass du ja gut bist. Das immer, du bist ja immer, gehörst ja immer zu den Guten. Selbe mit den Flüchtlingen. Wie das mit den Flüchtlingen losgegangen ist, waren die Flüchtlinge immer abhängig von deinem Traum natürlich. Ganz, ganz wichtig von deinem Traum und wo du in deinem Traum gerade stehst. Aber jetzt bei der Masse der Bundesbürger waren die Flüchtlinge jetzt erst einmal Bilder auf Monitoren und Bildern in der Zeitung. Wenn du vollkommen im Jetzt bist, wird es sowas von neutral. Und ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Du bist der Einzige. Es wird niemals bei irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst, funktionieren. Weil das Gedanken sind, die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Das Prinzip musst du verstanden haben. Ja, so ist es. Aber das Verrückte ist, dass wenn du der Erste bist, wirst du dir plötzlich Menschen ausdenken, bei denen es auch funktioniert, weil du die rausspiegelst aus dir. Aber die machen das erst, wenn du der Erste bist. Ja. Und ich sage, ich bin der Erste. Das ist aber eine Hierarchie, wo du jetzt die Chance hast, von dir aus gesehen, zum ganz eigenen Ersten zu werden. Das sind meine roten Ichs. JCA ist sowieso der Erste. Und dann doch nicht ganz, weil ich ja eins vor dem J, ich war nicht eh dieser Jesus vor dem Bücherregal, war bin ich, weil ich denke mir jetzt den vor dem Bücherregal aus. Ich bin UP. Elayom. Das ist die erste Grundwelle, nenne ich das. Wenn man jetzt das physikalisch nimmt. Meine Grundwellen und die Oberwellen. Mein schönes Beispiel mit dem Telefonhörer. Wenn du an den Telefonhörer gehst und du hörst, hallo, ich bin's.
Das ist der Aufbau wie bei Grundwellen. Ich habe so, darum immer wieder wiederholen, diese Physik ist so wichtig, ist wichtiger zuerst einmal wie die in Märchengeschichten eingepackten heiligen Schriften. Das sind auch Märchengeschichten, aber die Metapher muss man verstehen. Du weißt, ich wiederhole nochmal schnell für Neueinsteiger, dass ich sage, du hast das einmal, wenn wir einen Ton nehmen, haben wir einen Grundton, wir sagen 400 Hertz. Und wenn ich jetzt ein Oszilloskop am Frequenzmesser hinhalte, schaue ich schon auf einen Computerbildschirm, denke an meine Stimmgabel, die kann keiner zählen, die angeblich hier vor so und so viel Schnuffi wurde der Kammerton auch festgelegt. Und ich mache jetzt 400 Hertz mit einer Flöte, mit einer Violine und einem Klavierton mit 400 Hertz. Dann habe ich auf dem Oszilloskop genau dieselbe Schwingung. Ich sehe nur diese Schwingung. Ich höre aber, dass die Flöte anders klingt. Dieser Klang sind die Oberwellen. Ich sage sofort, das ist eine Flöte, das ist ein Klavieranschlag, das ist eine Violine. Das sind die Oberwellen. Obwohl es dieselbe Grundwelle ist. Und das verfeinert sich natürlich jetzt. Da gehe ich nicht so ins Detail. Und genauso ist, wenn du an Telefon herangehst. Du drückst auf den Kopf, hältst das kleine Ding ans Ohr und du hörst, hallo, ich bin's. Und du denkst an die Romy. Zum Beispiel. Weil die dich anruft. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn du schaust, was jetzt da ist? Ganz normal gesprochen, das Erste, was du hörst einen quiekigen Lautsprecher. Das ist die Grundwelle. Ja. Die hörst du jetzt übrigens auch. Ja. Oder weniger quiekig hing von dem Lautsprecher aus, den du benutzt. Ja. Die nächste Welle, die drüber ist, ist Hallo, ich bin's. Das ist nur nichtssagend. Und dieses Hallo, ich bin's kann minimal verändert, unterschiedlich anders klingen, obwohl es immer Hallo, ich bin's ist. Und dann sagst du, das ist der Udo, das ist die Romy, das ist die Andrea. Du bist nur an den Oberwellen. Du siehst nur die oberste Oberschicht. Bis du anfängst, was ist jetzt eigentlich da? Das war dann der Komplex. Wie oft sage ich, wir feiern eine lustige Gesellschaft, wir lachen, das Handy klingelt, du gehst hin und dann ist irgendwie, was, Bänder, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Ja, macht ja nichts, sagst du und drückst wieder auf den Knopf. Jetzt machen wir dieselbe Situation und aus dem quäkigen Ding kommt eine andere Stimme raus. Bla bla bla, die Nelly hat einen tödlichen Unfall gehabt. Es sind nur gleiche Stimme von einem Lautsprecher. Ja. Dann schau, was dein Reaktionssystem draus macht. Ja. Wieder bessere Wissenswert behaupte ich jetzt, dass trotzdem dich extrem aufwillen. Und als Beobachter wirst du dir eingestehen, ich habe es zwar mittlerweile begriffen, es ist aber noch nicht installiert, sonst würdest du lächeln. Ja, ja, es ist so. Ich mache jetzt einmal den Udo. Ich war ja Mama-Kind. Wie hier, es klingelt bei mir. Dann ist mein Bruder unten dran, den ich ewig nicht gesehen habe. Und dann mache ich die Tür auf, der hat sich auf die andere Seite im Flur gestellt. Und dann sagte er, ja, oder die Mama ist gestorben. Und ich habe im selben Moment gelächelt, hat er gesagt, na endlich. Und dann war er natürlich erst einmal schockiert. Ja. Ich sagte, ich wollte sowieso immer gehen. Ich habe gesagt, Mutter, du musst das aussitzen, bis du im Frieden gefunden hast. Das sind die Stufen, das hat er nicht verstanden. Aber was dann ganz interessant war, komm halt rein, ich habe 10 Jahre nicht gesehen, komm halt rein. Ich habe so Angst. Also, was Angst? Ich habe an Corona gar nicht gedacht. Der hat eine panische Angst gehabt, mir mehr wie 3 Meter näher zu kommen. Da merkst du diese Geistlosigkeit der Figuren. Oh, ja. Ich habe so Angst, ich traue mich nicht. Das ist Wissen. Wissen, Wissen. Wissen ist so, macht dich so geistlos, hat so eine Macht. Wenn du dem Wissen Macht gibst, das nicht einmal dein Wissen ist. Ja. Und das sind so einfache Sätze, die ich jetzt spreche, die ich seit einem Vierteljahrhundert wiederhole. Und natürlich immer bloß jetzt für den, der das resoniert. Du musst derjenige sein, der sich das ausdenkt. Du hast so einen unendlichen Schatz mit Hodo-Feeling im Hintergrund. Du willst, dass diese wieder sind. Ja. Du wirst irgendwann einmal einen Punkt kriegen, wo dich das überhaupt nochmal langweilt, wo auch die Reaktion, der erzählt ja wieder dasselbe. Wenn du so reagierst, hast du noch die vollkommene Dummheit und Geistlosigkeit in dir. Und dann bringe ich dir wieder Leute, ich habe das, sag's immer wieder, das zählt, die Helga zähle ich auch dazu. Da ist nicht ein Selbstgespräch, wo du nicht mindestens 1-2 Mal anhörst. Ja, das ist so. Ja. Und du wirst merken, umso mehr du dich einklingst, auch wenn ich das wiederhole, dass irgendwas in dir wächst. Helga, ganz langsam mit einem Engelsgeduld, diese Gespräche haben wir schon geführt, wo du noch mit Nahrungsergänzungsmittel warst. Ach, und mich interessiert jetzt das, und mich interessiert das. Und dann gehst du in Sackgassen rein. Ja, das ist so. Ja. Und ich mit einer Engelsgeduld erkläre ich dir immer wieder dasselbe, bis du anfängst, dich für das zu interessieren. So, das sagst du mal, was du selbst bist. Ja, was ich das erklärt dir Holo Feeling. Ja.
So und dann kommt irgendwann, was du, wenn das wirklich installiert ist, wenn dir das nicht mehr nur ein Glaube ist, ein für Wahrheiten, sondern das rot geworden ist. Wir haben immer wieder, der blaue Glaube, haben wir zuerst einmal dein Gehirnlicht, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. AOB, die Beschwörungskunst von Totengeistern, das ist der Verwirklichungsparameter in dir, was du auch immer unter Wirklichkeit verstehst. Wenn wir das rot machen, wird es das geistige Licht GL. Das ist jetzt ganz interessant, das ist eigentlich die Lampe im Projektor oder die Energie dann nochmal ein Stück weiter Hintergrund. Und dann kommt AOB und dann der Schöpfer ist eine verbundene Polarität. Jetzt bist du da. Ja. Da, wo du im Meer bist. Ja. Ja. Das Meer, das mir uns schon als untere Hälfte ausdenken, bei der Sinuswelle ist ja immer das Plus, ist ja das Nichts. Minus jetzt als Nichts gelesen. Da geht es ja ums absolute Nichts. Ohne Unterschiede. Und sobald ich mir ein Nichts ausdenke, brauche ich das Gegenteil von Nichts. Das ist alles. Das ist Allah. Ja. Implosion, Explosion. Das eine gibt es übrigens nicht ohne das andere. Das heißt, der Urknall kann im Jetzt ja gar nicht explodieren, ohne dass er im selben Moment wieder implodiert. Ja. Aber was macht die Naturwissenschaft? Explodiert ist er vor 13 Milliarden Jahren und implodieren wird er auch irgendwann einmal, das wissen wir noch nicht. Aber es ist hundertprozentig sicher, unsere Berechnungen beweisen, auch dieses Universum mit den ganzen Galaxien wird wieder in einem Punkt zusammenfallen. Irgendwann einmal in der Zukunft. Da müssen wir uns aber keine Gedanken machen, der Wein leben wir sowieso nicht mehr. Oh Gott, ja. Also logisch, ne? Geistlos. Oh, Geist. Oh, ne. Jetzt lassen wir es gut sein. Udo, danke. Ich sag danke. Ich musste so lachen über mich, wo ich das, also, ja, muss nicht weiter erzählen, das ist so. Aber wirklich, ja, ich habe wirklich diese Nachfragen, woran glaubst du? Das war ganz entscheidend. Erster Satz, schau in dich rein, schau in dich rein und mach dir bewusst, was jetzt das Programm, der Intellekt des Menschen, der Mensch ist ja unser Konstrukt, Werteinterpretationsprogramm, was in diesem Intellekt für ein Glauben, für eine Beschwörungskunst drin ist, was du als richtig ansiehst, was du als verkehrt ansiehst, mach dir bewusst, inwieweit ist in mir noch der Glaube, dass die Sachen, die ich jetzt denke, da außen auch dann da außen sind, wenn ich sie nicht denke. Bruch des zweiten Gebotes. Mach dir bewusst, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst. So Bruch des ersten Gebotes, mach dir kein Bild von dir selbst. Ja. Jetzt merkst du, wie heilig die Schriften sind. Meinst du, dass irgendwelche Theologen oder Pfarrer das wüssten? Es sind Gedanken von dir. Gedanken sind erst einmal Kisten, wo wir uns was reindenken. Und dann ist es natürlich logisch, dass ein Professor der Physik unheimlich viel Ahnung hat von Physik. Das ist eine einseitige Aussage. Und ich zeige dir jetzt, dass die Weißen deiner Welt überhaupt keine Ahnung haben. Es sind einfach nur nachäffende Affen. Ja. Und wenn du jetzt selber ein Professor der Physik bist, und das bist du ja, wenn du jetzt aufgrund eines Programms dich als Physiker denkst, ich erkläre dir jetzt erst einmal, dass du der bist, der sich so ausdenkt. Dann bist du bloß ein Experte mit deinen Experimenten, verarschst du dich selber. Bis du als Geist selbst zum Denken anfängst. Darum sag ich immer wieder, was dir jetzt der Brösel Udo in deinem Traum mitteilt, das ist dein ureigenes Wissen, weil dieser Brösel, der nur ein Gedanke ist, der Udo, das Witzelmännchen, der Lautsprecher jetzt, den du zuhörst, ausgedachterweise, der beginnt, indem er sagt, ich bin du. Ich bin das, was du wirklich als träumender Geist bist. Und kein esoterisches Geschwätz und kein Science-Fiction. Also keine Hirnwichsereien, das ist die Grundlage für die ganzen Hirnwichsereien, die in die ablaufen. Sieh mal, das wird sehr spaßig, wenn du nur durch die Stadt gehst und wirklich beobachtest und sorry, mach das erst einmal bewusst, der Zwang in deinem Alltagsunbewusstsein, dass ständig, was du anschaust, eigentlich, auch wenn jetzt was auftaucht, wenn du reinschaust, inwieweit glaube ich, dass jetzt der Pullover irgendwo gestrickt wurde von irgendwelchen Leuten, dass das Auto da und da gebaut wurde, dass das einmal Blech war. Es geht schon bei Häusern los. Ja. Kann es das überhaupt geben? Und du wirst merken, dass das sehr, ich sitze heute, hat er ein Video reingestellt und dann Filmorchester Babelsberg. Und dann sehe ich das große Orchester, die Leute stehen, und das gilt jetzt für alle Orchester, dass du dann irgendwann einmal die Frage stellst, wie viel verdiene ich eigentlich, jetzt Hirnwichserei wieder, normal logisch, wie viel verdiene ich eigentlich hier als Orchestermusiker? Wenn ich mir jetzt ein großes Orchester denke und die machen das hauptberuflich,
Das heißt eigentlich, was muss dann da ein Auftritt von dem Orchester kosten? Und dort, die das ja jeden Monat kriegen, wie oft treten die eigentlich auf? Und dann wirst du merken, da baut sich eine riesen Sackgasse in dir auf. Das kann es überhaupt nicht geben. Wie heißt der Holländer, Zu den Gerrit, nee, den meinst du den ein Violisten? André, der Holländer mit dem Den Orchester. weiß ich nicht. Die André, Ach, was? der Regie oder wie der heißt, Ja, ja. jetzt im ganzen Großen und Ganzen, Ja. diese Leute, das sind ja Angestellte von ihm. Es ist immer eigentlich, wie viel verdienen dann eigentlich ein Einzelhändlerbrett? Das, wenn ich jetzt einen Top-Sänger habe, wie viel verdiene ich? Ich bin jetzt absichtlich in dem Geld denken, wie viel verdient der oder was ich, ja, der hat so und so viel Geld gemacht. Da sind natürlich auch Leute im Hintergrund, Produzenten, aber es ist doch eigentlich blöd, wenn ich dann ein Orchester mache. Wenn ich jetzt ein Tenor bin, verdiene ich was. Wie viel, wenn jetzt die 10 Tenöre, ist ja, was die kriegen, kann ja, ist ja schon mal, ist schon von vornherein durch 10 geteilt. Wenn jetzt das aber Orchester ist mit 40 Mann, ein großes mit 45 Mann, muss ich ja jedes Monat 45 Gehälter zahlen. Wie viel kann ich dann für einen Auftritt verlangen? Ist eigentlich dumm, in einer Gruppe aufzutreten. Und du wirst merken, dass das plötzlich extrem zum Schwimmen anfängt, was bisher so logisch war. Es ist in der Medizin oft darauf hingewiesen, das, was du meinst, was gut ist für die Menschheit, zum Beispiel dieses Scheinheilige, am besten ist, wir wollen die Krankheiten ausrotten. Du weißt, ich habe oft Beispiel gebracht, wenn ich jetzt Schnipp mache, du wirst morgen machen und ab morgen ist keiner mehr krank. Es gibt keinen Griech, der dein Land so in ein Chaos stürzen würde, wenn ab morgen, innerhalb von 2 Monaten, wäre es absolute Chaos, weil alles mit einem zusammenhängt. Das könnte sich deine Gesellschaft überhaupt nicht leisten, dass keiner mehr krank ist. Weil das eine Milliardenindustrie ist, da hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Und die wahnwitzigen Zahlen, die dann kommen, du warst mein, immer mein 6 in Lotto, 1 zu 14 Millionen. Was habe ich jetzt gelesen hier? Der Tesla-Mann, 1,88 Milliarden, 188 Milliarden, ist jetzt der reichste Mann der Welt. Ja, hab ich auch verfolgt, ja. Alles nur Worte. Nur Worte, es sind nur Worte, es ist gar nicht mehr wert, dass du es denkst. Es ist so hanebüchen, so wahnwitzig. Die Geistlosigkeit, die dir deine Menschen beweisen, allen voran das, was du bisher als Elite betrachtet hast, indem du nicht unbedingt viel Wissen brauchst, sondern nur einen wirklich gesunden Menschenverstand. Ja. Und das jetzt zum Abschluss. In Ich bin du, glaube ich, ist dieser Satz, das Erwachen. Ich packe jetzt das ganz kurz ein, die Pointe. In dir beginnt in dem Moment, dass wenn du erkennst, dass das, was du bisher mein gesunder Menschenverstand genannt hast, dass das die Quelle allen Leids ist, dass der so unendlich weit weg ist von einem gesunden Menschenverstand. Das ist die Krankheit schlechthin. Ja. Dass das die Krankheit ist. Ja. Die Logik. Du Ja. bist logisch, aber nicht geistreich, aber du bist Geist. Und du wirst dann mein Geist 3, Chat, mein Geist reicht die absolute Heiligkeit. Jetzt kann ich nicht einmal sagen, betreten, du bist immer drin, du wirst dich wieder erinnern, wo du eigentlich im Meer bist. Ja. Du wirst dich wieder erinnern, was Gedanken von dir sind und So was ist es. Ja. momentane Fehler aus dir herausgespritzte Erscheinungen sind. Das sind alles Dinge, die unmittelbar wieder zu dir zurückfallen. Das Unmittelbare, wieso kann ich Plus und Minus nicht mittig machen? Weil in dem Moment, wo die in dich reinfallen, sind sie die Mitte und die sind auch die Mitte, wenn sie außen sind. Etwas, was nicht außen ist, kann nicht in dich reinfallen. So ist es. Ja. Es ist diese Illusion der Polarität, die genau genommen eine Dualität ist. Ja. Polaritätssache ist immer bloß eine Einseitigkeit. Ja. Ein Wellenberg mit oben und unten ist eine Polarität. Aber es gibt dann immer noch mal eine Grundlage dafür. Das Außen mit Anfang und Ende, wenn wir die Zeitachsen drehen, das ist ein Spiel, das wirst du irgendwann einmal lernen müssen und dann wird dir klar sein, es sind immer im Meer. Sobald du jetzt was siehst, ist es eine Facette aus 16 Perspektiven, die ich dir beweise, egal um was es geht. Es ist ein Teil aus 16. Da kann man dann 32, aber dann entzieht sich das der 64, Vorstellung, weil das arithmetische Prinzip bleibt gleich bis ins Infinitus, bis ins Unendliche. Das musst du jetzt nicht verstehen. Jetzt lassen wir es gut sein. Spielen wir noch und lassen uns überraschen, was das Leben uns noch bringt. danke, Ich danke. sage, du hast sie in der Hand, du hast den Joystick in der Ja, Hand. das ist Am so. besten einfach nur zuerst einmal der werden, der schaut, Ja. was der Brösel, der du zu sein glaubst, macht, wie er reagiert und sich bewusst machen, warum will ich jetzt das, warum entscheide ich mich für das.
Und du wirst immer in dem Dilemma sein bei jeder Entscheidung. Mache ich das oder mache ich es So nicht? ist es. Dann wirst du immer im Hintergrund als Zuschauer lächeln, weil du sagst, für mich stellt sich die Frage nicht. Ich habe bloß zuzuschauen, was mein Avatar, meine Figur in meinem Traum sich entscheidet aufgrund des fehlerhaften Programms und was ich mir damit einhandle. Und egal was passiert, ich sage immer, gerade wenn du dich verkehrt entscheidest, lernst du was Neues kennen. Wenn du dich immer nur nach deiner Logik richtig entscheidest, bist du der Hamster im Laufrad. Du bleibst gefangen in dieser Logik, weil du sie nicht erweiterst. Du wirst Basic nicht überwinden, wenn du nicht neue, vollkommen unlogische Datensätze mal einfach akzeptierst, stehen lässt und anschaust. Und wird dir klar sein, dass alles, was sich widerspricht, untrennbar zusammengehört. Das Gegenteil, das ist die Kehrseite. Gut. Danke. Tschüssi. Träumen noch eine Runde. Tschüss. Ja, danke. Bis gleich. Tschüss.